Hallo und schönen guten Abend. Heute gibt es mal kein Infovideo, sondern ein kleines Update von mir, was ich so gebastelt habe in letzter Zeit und was bei mir aktuell im Game so ansteht und auch im Stream. Ja, ihr seht's bereits, ich bin auf meinem Barb, mein Level 94er Barb. Mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall also den Barb auf Level 100 spielen. Das ist dann insgesamt meine dritte Klasse auf Level 100, denn ich versuche momentan so ein bisschen auch alle Erfolge voll zu bekommen. Man sieht hier, ich habe schon Multiplayer, Open World und Quests auf 100. Feats of Strength fehlt ein bisschen was, Exploration ist auf 100. Crafting kann man momentan nicht voll bekommen, weil da ein paar Erfolge verbuggt sind. Ja, und ansonsten ist die größte Kategorie, die fehlt, nämlich Hardcore. Denn nachdem mein Barb Level 100 ist, habe ich dann insgesamt Druide, Barb und Zauberer auf 100. Bedeutet nur noch Rogue und Totenbeschwörer fehlen. So, und die beiden plane ich im Hardcore zu spielen. Zum einen, weil ich Platzprobleme habe und meine Truhe und alles komplett mit Lagerchars übelst überquillt. Und ich würde einfach den extra Platz von Hardcore nehmen, weil da hat man ja nochmal eigene Truhenseiten einfach, um die beiden Klassen zu spielen. Als allererstes werde ich damit anfangen, dass ich mir einen Totenbeschwörer in Hardcore mache. Und zwar wahrscheinlich demnächst mit einem Kollegen zusammen werden wir da erstmal durch die Story spielen. Denn man muss für die einzelnen Erfolge Story Progression in Hardcore machen. Erstmal muss jede Klasse sich auf 100 ziehen lassen hier. Reach Level 50. Ich tue Reach Level 50 with every class in Hardcore. Dürfte ja auch irgendwo stehen. Ja, auf jeden Fall muss mit jeder Klasse Level 50 erreichen in Hardcore. Bedeutet hier, Reach Level 50 with every class in Hardcore. Das heißt, man muss sich einmal ziehen lassen in Hardcore. Ich werde dann alle anderen löschen, die nicht Rogue und Necro sind. Ja, und man muss die einzelnen Storybosse in Hardcore töten. Bedeutet, das dürfte hier stehen. Andariel, Duriel, Astaroth. Ja, und die kannst du nur in der Story besiegen. Lilith. Und ganz am Ende dann auch das Echo of Lilith. Bedeutet, damit wird dann so die Hardcore-Reise ändern. Und ein 100er erstmal Hardcore überleben. Also schaffen, den hochzuspielen, ohne dass der stirbt. Dann irgendwelchen Bugs, Lags, wie auch immer, was so passieren kann oder irgendwelchen dummen Situationen und am Ende noch Echo of Lilith besiegen. Ich würde das halt momentan mit dem Bonespinning schon machen, weil der ist sehr, sehr stark. Würde ich halt hoffen, dass der bis dahin hoffentlich nicht genervt wird, bis ja, bis ich da so meine Pläne halt geschafft habe. Aber als allererstes wird erstmal der Barb auf 100 gelevelt und den wirbel ich nämlich auf 100. Danach werde ich mein Bild so ein kleines bisschen min-maxen, werde einen kleinen D4-Planner dazu machen, werde dazu auch ein kleines Video machen, aber ich muss sagen, zu 90% habe ich mich bei dem Guide einfach komplett an den Maxroll-Guide gehalten. Maxroll hat so einen schönen Wirbelwind-Leveling-Guide und dann auch einen Endgame-Guide und ich muss sagen, es funktioniert wunderbar. Ich habe für mich selber ein paar Ideen, was ich, damit es sich für mich persönlich jetzt bequemer spielt, nochmal ein bisschen daran ändern würde, aber im Großen und Ganzen hat das sich sehr gut gespielt und ich habe mich eigentlich fast ausschließlich an diesen Guide gehalten und absolut keine Probleme beim Leveln mit dem Wirbelwind-Barb gehabt. Er macht jetzt mit 94, macht er seine 40er, 50er, auch 55er Portale teilweise und ich wirbel da einfach nur ganz bequem durch. Ja, ich spiele übrigens mit dem Jump anstatt mit den Uhren, weil ich lieb den Jump einfach so bequem finde, um an manchen Stellen irgendwo drüber zu hüpfen, runter zu hüpfen. Ja, super Fortbewegungsspell. So, das steht bei mir momentan in-game an, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die momentan anstehen. Und zwar, ich habe wieder ein bisschen was gebastelt und zwar für Cosmetics. Denn es gibt ja einiges an Cosmetics, die man sich ja spielen kann. Ich bin momentan so auf ja, Challenges, Erfolge, Hand sozusagen, dass ich alle Erfolge voll bekomme. Aber es gibt auch noch Cosmetics, die man sammeln kann. Ihr habt es ja letztens gesehen, PvP-Video. Ich habe auch alle PvP-Cosmetics gesammelt und die PvP-Erfolge. Aber da gibt es noch deutlich mehr Cosmetics. Und zwar, die habe ich alle jetzt mal in einem Google Excel-Sheet zusammengefasst, was ich euch auch in der Videobeschreibung verlinke. Und zwar, da könnt ihr selber euren Cosmetic-Progress so ein bisschen mittracken. Ihr müsst hier nur Datei und dann Kopie erstellen machen, damit ihr da was bearbeiten könnt. Und dann macht ihr einfach hier meine Cosmetics in D4 oder so. Nennt ihr das dann einfach, kopiert ihr. Dann erstellt ihr eine Kopie von dem Dokument. Ja, komm. Und das Ganze funktioniert dann folgendermaßen. Ihr seht hier unten am Bildschirmrand verschiedene Seiten. Mounts, Mount-Rüstung, Mount-Trophäen und Transmog-Rüstung. Transmog-Rüstung gibt es momentan nur eine, das ist die PvP-Rüstung. Da denkt übrigens daran, dass der Helm nur auf Zauberer und Barbar funktioniert. Ihr müsst ihr auch auf den kaufen, damit ihr ihn aktivieren könnt. Dann kreuzt ihr einfach eine Sache an, wenn ihr die schon habt, und dann wird die grün markiert. Und dann wisst ihr, das habe ich schon. Und dieser Progress, dass ihr das grün markiert habt, wenn ihr euch selber ein Dokument erstellt habt, dann wird das auch gespeichert. Hier in meinem Dokument sozusagen könnt ihr nicht arbeiten, deswegen müsst ihr euch immer eine Kopie erstellen. So, zack, zack, zack. Ich weiß, es gibt übrigens noch eine potenzielle Transmog-Rüstung, die eventuell im Spiel sein könnte. Und zwar, wenn man alle Transmogs hat, also alle restlichen Transmog-Rüstungen, bekommt man einfach, indem man Gear zercraftet. Plus hat dann diese eine PvP-Rüstung und hinten ist noch ein Slot frei, kann das sein, also es kann sein, dass das irgendwas ist, was erst mit der Season reingepatcht wird, oder es ist irgendwas Geheimes, was ich nicht kenne, aber momentan bekannt ist nur die PvP-Rüstung so als einzige erspielbare Transmog-Rüstung. So, dann noch die Mount-Trophäen, die Mount-Rüstungen und die verschiedenen Mounts.
Und ganz wichtig, das sind alles nur die Mounts, Rüstungen, Trophäen und sowas, die man sich erspielen kann. Jetzt nichts aus dem Shop dabei, alles nur, was man in-game sich erfarmen kann. Ja, hier sind noch ein paar unbekannte Sachen dabei. Hier unten seht ihr es, unbekannte Drops. Bedeutet, man weiß nicht genau, wo die halt droppen. Auch bei Mount Rüstung gibt es ein paar unbekannte. Vielleicht hat man auch ein bisschen was von den Unbekannten. Zum Beispiel bei den Mount Trophäen, wo das nicht genau bekannt ist. Ich weiß selber, ich habe zum Beispiel die Signalhorn. Ich habe das in einem Keller in Kyrgyzstan bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein in Kyrgyzstan droppt oder allgemein in Kellern oder so. Oder ob das ein Overall-Überall-Drop ist oder so. Ich könnte mir zum Beispiel auf jeden Fall vorstellen, dass dieser Bloodlord-Stuff hier neben, dass er von einem Bloodlord halt nur droppen kann. Oder das Bone Cage Tart könnte zum Beispiel auch, keine Ahnung, von dem Knochen-Weltboss gedroppen, weil es gibt hier World-Boss-Drops, aber nur von Avarice, also von Knorza und von Ashava bis jetzt. Ja, plus, hier sieht man es schon, Avarice bzw. Knorza. Das ist so ein bisschen Denglisch hier. Bedeutet, die Namen oben von den Cosmetics sind immer Englisch, weil im Internet findest du die nicht auf Deutsch. Du findest ein paar auf Deutsch, aber nicht alle. Ich könnte jetzt die ich in-game habe, auf Deutsch übersetzen, aber das bringt auch nicht viel. Schaut einfach ein bisschen halt nach den Symbolen, beziehungsweise wenn ihr das hier für euch abhaken wollt, und ihr seid dann vielleicht beim Stallmeister und ihr seht ein Pferd und ihr wisst nicht mehr genau, wie sah jetzt das kleine Symbol von dem aus, welches ist das genau, dann stellt das Spiel einfach auf Englisch um. Geht einfach kurz im Battle.net Launcher, in die Einstellungen, Spieleinstellungen, ich glaube, man kann es auch in-game machen, stellt das Spiel hier kurz auf Englisch um und dann könnt ihr kurz einmal die Liste vervollständigen und danach dann immer, wenn was droppt, kreuzt ihr es einfach an. Und so, da könnt ihr nämlich einfach wunderbar schauen, weil die englischen Namen, die in der Liste drin stehen, sind halt die, die hier stehen. Hier Bloody Liquid Steed, Bloody Steed, Caldeum Steed, Dustback Steed. So heißen die Dinger halt und so heißen die dementsprechend auch hier in der Tabelle. Hier kann ich jetzt zum Beispiel das Bloody Steed, Grey Steed und sowas, könnte ich jetzt ja alles halt ankreuzen, dass ich das schon habe. Übrigens, es gibt auch hier so Legionsdrops. Da tut es dann quasi, sobald du beide aus der Legion hast, du das insgesamt so grün markieren. Ja, bedeutet, es gibt Legionsdrops, es gibt oben immer die speziell farmbaren Drops. Das sind immer so die erste Kategorie, in die ich das unterteilt habe. Das ist nämlich Erfolge, hier Schatzgoblin-Farmen, Nightmare Dungeons oder Legions-Events. Das ist das erste Pferd, was man bekommt. Übrigens die Quest, Donan's Favor, hier für Gold kaufbar oder bei der Mount Rüstung. Hier gibt es dann die PvP-Sachen, die man sich halt speziell erfarmen kann natürlich. Oder hier oben Level 50 mit jeder Klasse in Hardcore gibt es auch eins, hier auch vom Schatzgoblin. Ja, also alles so ein bisschen in so ein paar Kategorien unterteilt. Ja, ich hoffe, ihr kommt damit gut zurecht. Ich hoffe, ihr könnt damit so ein bisschen euren Cosmetic Progress tracken. Ich werde schauen, dass ich das wahrscheinlich noch weiter auffülle mit der Zeit, desto mehr Cosmetics hinzukommen und desto mehr bekannt ist über die Unbekannten hier. Vielleicht kennt auch irgendwann eine Quelle, irgendeine Seite, dass ich die irgendwo hier oben hinzufügen kann. Werde ich dann auch da hinzufügen. Aber wenn ihr das euch natürlich jetzt erstmal abspeichert und einfach nur den halt dann seht, was habe ich alles, was fehlt mir noch, dann werde ich ja nicht in eurer Liste das später bearbeiten können. Bedeutet, ich werde sozusagen die öffentliche halt, hier die, werde ich halt dann irgendwann bearbeiten, dass die Unbekannten irgendwo hier mit einsortiert sind später. Wer weiß, wo man die genau droppt. Aber da müsst ihr euch das Ganze natürlich nochmal kopieren. Aber dazu werde ich dann auch nochmal ein Update machen. Ja. Und als nächstes, kleines Update. Der Schadensrechner hat nochmal ein paar, ja, Iterationen durchlebt auf jeden Fall. Die allererste Version, die ich gepostet hatte mit dem Video, da waren noch ein, zwei kleine Fehler drin. Die habe ich behoben. Es kamen immer wieder Leute, die meinten, hier, das und das ist noch falsch. Da musst du noch umdenken. Zum Beispiel beim verwendeten Skill habe ich immer mit, wenn du 90% Skill Damage hingeschrieben hast, hat das mit 190% gerechnet und nicht nur mit 90%. Wollte ich nur sagen, hier gibt es auch ein kleines Update, der dürfte jetzt so ziemlich eigentlich fertig sein und auch jede Spalte, jede Zeile auf Deutsch und auch auf Englisch sollten eigentlich funktionieren. Ja, falls noch irgendwelche Fehler sind, sagt es mir gerne weiterhin, aber da dürfte jetzt alles funktionieren. So, und zu guter Letzt haben wir jetzt den nächsten Developer-Stream in Diablo 4 und zwar, seht euch den kommenden Diablo 4 Stream zum Entwickler-Update an. Also das ist jetzt wirklich ein Developer-Update, wie die Quarterly-Updates, die wir immer hatten. Und zwar in Form eines Streams. Und zwar das Ganze findet am 6. Juli um 20 Uhr unserer Zeit statt. Bedeutet, das ist morgen 20 Uhr. Ich werde das auch restreamen. Werde ein bisschen drüber reden. Ich werde auch eine kleine Zusammenfassung auf YouTube am Ende wieder machen. Und hier geht es nämlich um die Season. Das dürfte ja auch stehen. Es wird zwei neue Artikel auf jeden Fall gehen. Also es wird auch in schriftlicher Form danach dann gepostet werden. Und zwar hier geht es einmal um Diablo Immortal. Wir werden uns erst irgendwie, glaube ich, eine Viertelstunde Diablo Immortal anhören dürfen, um dann halt Diablo 4 Content zu hören. Ja, und hier wird quasi das, ja, hier unten steht es auch, die erste Season von Diablo 4 sowie kommende Verbesserungen des Spielkomforts werden angekündigt. Ja, Verbesserungen des Spielkomforts, ich hoffe mal Quality of Life Changes.
Und ja, das Datum für die erste Season, das Season-Thema für die erste Season, vielleicht einen kleinen Teaser auf die Story von der ersten Season. Jede Season hat ja so eine kleine Mini-Story-Kampagne auf jeden Fall. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe auf jeden Fall Truhenseiten. Truhenseiten im Season-Journey, was auch immer. Ich brauche mehr Platz, mehr Charakter-Slots. Wie auch immer, macht das Blizzard, bitte. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Und ansonsten, gönnt euch die Listen. Das ist das, was bei mir momentan so abgeht. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut sie in die Videokommentare oder kommt live auf Twitch vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.